So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Oh, bevor es dunkel wird, machen wir uns auf. Zur Schießbahn. Gott, war das ein Schreck. Suicide Puppets. Mann, Mann, Mann. Aber Gesundheit ist wieder oben auf. Olivia ist ein Naturkind. Das war lediglich eine Fleischwunde, will ich mal behaupten. Das Mädchen ist aus Stahl, das ist noch in der DDR geboren. Das kann das ab. So, wollen wir die Dummheit gleich nochmal versuchen. Und diesmal nähern wir uns zu Fuß und ein bisschen leiser. Spannung pur. So. Steck mir mal was in Hals. Nee, nicht in Hals, aber Moment, da so viel Zeit muss sein. Ihr wisst, die mich kennen, muss ich mir was unter die Lippe stecken. Ich sag nicht, was es ist, denn es ist verboten. Nein, ist es nicht. So, ich hoffe, die sind noch nicht nachgespawnt. Doch, da steht jemand. Doch, die schrägen Vögel sind wieder da. Ja, wir müssen mal gucken, ob wir hier was reißen können. Die brauche ich jetzt erstmal nicht. Die drehen wir mit Steuerung und Mausrad. Und das nehme ich wieder. So. Ein bisschen leiser vorzugehen. 2. Geladen ist. Okay, mit Holzbolzen. Besser als nix. Gehen wir mal daran. Leise, leise. Gucken, ob wir jemanden sehen. Ziel ist erstmal in das Haus reinzukommen. Die Baracke. Oder auf den Turm hoch. Schöne Pilze, gut für Vitamin D. Kriegt man ja kaum in dem Spiel. Deswegen ist das immer unten. Okay, ja, sie sind nachgespawnt, weil ich wahrscheinlich zu weit weg war oder zu lange. Gucken, ob wir den kriegen. Ne, der ging drüber. Zum Glück hören die schlecht. Auch wieder daneben. Oh, Mädchen, du musst mal ein bisschen mehr Stärke. Muss mal besser essen hier. Den haben wir getroffen. Aber der hält ein bisschen mehr aus. Solange ich kein Kichern höre, ist das alles managemäßig machbar. Okay, die guten Pfeile nicht. Okay, den haben wir getroffen. Da weiß ich wenigstens, wo meine Bolzen geblieben sind. Der sieht mich nicht. Der ist doof. Nochmal getroffen. Jetzt sieht mich. Jetzt sieht mich, hat er gesagt. Komm. Nicht so hoch. Oh, der ging drüber. Scheiße. Dann gehen wir im Rambo-Manier da rein. 2. Ich weiß gar nicht, an die Fenster. Da ist noch jemand. Oh Gott, das ist ja wieder. Schieß, Mädchen. Renne! Ja, Ego. Warum schießt sie nicht? Ich nehme die andere Knarre. Das Nadelkissen. Da kommt noch jemand.
Noch jemand? So, erstmal rein in die Hütte. Den anderen Scheiß können wir später holen. Zu. Oh Gott. Ja, ich muss mich erstmal wieder reinfitzen mit der Steuerung und dem ganzen Kram. Die Maus mal ein bisschen schwächer eingestellt. Oh Gott. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was wir wieder erlitten haben. Ja, können wir mal eine behandeln. Am besten, ihr wählt immer, wenn ihr niedrige Medizinkenntnisse habt, wählt ihr zwei aus. Beim ersten Mal funktioniert es dann nicht. Also zwei Gegenstände. Hier hat jetzt geklappt. Okay. Ja, die Maus ist ein bisschen besser jetzt dran. Finde ich gut. Will ich nicht. Und das Ding brauche ich auch nicht. Also, die hat hier gesperrt, weil wahrscheinlich eine Störung ist oder so. Und weil die im beschissenen Zustand ist. Jetzt wollen wir mal gucken, ob es geht. Jetzt? Ja, jetzt geht's. Aber wir haben nichts mehr zum Nachladen. Wir müssten mal Schrotzen-Dinger finden. Oh, Hunter 85. Danke. Ist zwar ein scheiß Gewehr, aber besser als gar nichts. Das packen wir dann mal auf die 2. Hat nur 4 Schuss. Kommen Sie bitte an den Schalter vor. Kuckuck. Ja. Ja, und man hört eben dann schlecht. Irgendwie finde ich mal ein paar Ohrstöpsel, aber ich habe ja so ein Ding. So eine Mickey Maus. Nix. Bienenfäden, ja. Kann man auch benutzen zum Heilen. Benutzen wir auch. Sehr gut. Okay. Wie viel Schuss haben wir noch drinne? Mit Shift R kann man gucken. Unten wird es angezeigt. 2 Schuss. Naja. Pack mal wieder weg. Und hier ist da bestimmt nichts drin, oder? Ne, 0 von 4, aber wir haben im Auto Munition. Und ist natürlich auch astreiner, beschissener Zustand. Wie viel haben wir hier noch? Tür zu nochmal. 2 Schuss. Dann laden wir mal nach. Haben noch ein Magazin, das weiß ich. So. Ihr hört Wölfe. Hier gibt es einen Rudel Wölfe in der Nähe. Gut, 10 von 9 Schuss. Das heißt, ein Schuss ist in der Kammer. Und neu. Ach, hier, Fahrrad. Guck mal, das ist neu. Will ich aber nicht. Ein Schuss ist in der Kammer und 9 im Magazin. Was ist das? MK18 Schalldämpfer. Hm. Wo kann man denn den anbringen? Da nicht. Mal mitnehmen. Kann man reparieren mit Waffen. Was ist das? Nee, mit Werkzeugkiste. So, mal unsere Pfeile wieder, Bolzen wiederholen. Hoffentlich kommen die Wölfe nicht. Hier zusammenfügen. Also die Klamotten von den Puppen braucht ihr euch gar nicht schön zu reden. Die sind scheiße und kaputt und dreckig. Kann man maximal auseinandernehmen, verfetzen. Ach, die sind schon weggespawnt. Wo sind denn dann meine Pfeile alle hin? Bolzen. Auch verschwunden mit denen. Naja, wir finden bestimmt mal wieder welche. Oder liegen die dort? Ja, aus rein. Danke, Spiel. Gute Arbeit. Ja, bitte zusammenfügen. Und zack, das Holzding will ich nicht mehr. Es wird mir bestimmt zum Verhängnis, dass ich den nicht mitgenommen habe. So, jetzt können wir uns mal hier umgucken. Hier hinten sind Zelte. Da findet man ab und zu mal was drin. Und wenn man den Loot hochgestellt hat, sogar noch wahrscheinlicher. So, ich genieße erstmal die Natur und esse mal eine Gurke. Das können wir jederzeit abbrechen, wenn wir Escape drücken. Oh Mann, die Wölfe. Wir müssen Gang machen hier.
Was ist das, eine Hose? Ja, benutzen. Kannst du die unter den Rock ziehen? Nee. Aber die nehmen wir mit. Was haben wir? ACP, finde ich gut. Ist eine ganz exquisite Geschichte. Wenn ihr in so einem Zelt seid, Inventar drücken, dann seht ihr eure Vicinity, die Umgebung. Was auf der Erde rumliegt. Ich habe Bedenken, dass die Wölfe kommen. Was ist das? Mopedhelm? Will ich nicht. Oh. Abgesägter Lauf? Ja, okay, das Ding können wir benutzen. Um die abgesägte, aber ich werde die abgesägte benutzen, um das zu reparieren, weil langer Lauf heißt mehr Reichweite. So, hier ist niemand drin. Oh ja. Jawohl. Pistole, 9 mm. Und ACP. Hier zusammenfügen. Und noch eine. Da können wir die eine reparieren. Haben wir was zu tun in der Nacht. So, das waren die Zelte, glaube ich, hier. Drei. Gehen wir erstmal zum Auto zurück. Und reparieren die Pupleiste, Bleipuste. Oder gehen wir erstmal hier durch? Wir gehen erstmal durch. Nicht, dass die nachspawnen. Ich darf mich wieder von vorne mit denen anlegen. Oh, hier liegt nichts. Was haben wir hier? A Colt 1911 für ACP und das Ding benutzt 9 mm. Beschissener Zustand, aber 22 Kaliber, 22, da können wir das Ding mal nachladen. Und das sind Tracer Rounds, also was ist das? Leuchtspurmunition. Die ist schwächer als die normale. Die normale. Hier ein Ei, erstmal rein in die blöde Rübe. Die Leuchtspur ist schwächer als die Standard. Und die Standard ist schwächer als Armor Piercing. Also, okay, Stacheldraht. Nehmen wir mal mit. Also von der Wertigkeit. Armor Piercing ist am stärksten, dann kommt die Standard und dann kommt die Leuchtspurmunition. Wir könnten uns einen Wolf schießen. Oder ein Wolf laufen. Jetzt haben wir hier ein Rohr, Regenmantel und schottische Trachtenschuhe. Wieder runter. Die kommen näher. Wir fahren mal mit dem Trecker hier ran. Und gehen dann in der Nacht mal in das Häuschen rein. Dass ich die Geschichte reparieren kann. Die ganzen Kniften. Magazin wäre schön. 1911, Magazin, sehr gut, für das Ding. ACP und aufsteckbarer Bogenschalldämpfer. Mhm. Nehmen wir mal mit, aber ich glaube nicht, dass ich den benutze. Die müssten ja irgendwo dort oben sein. Da! Da ist er ja, der Hühnerschrecker. Aber die werden wir jetzt mal verjagen. Wenn ich ihn noch hin. Ja. Das war die. Oh! Hä? Warum blinkt das dort? Was ist das für ein Quatsch? Ach so! Das ist mein Sinn für Blut hier, survival-mäßig. Oh, heute gibt's Wolf zu essen. Ich hab nur noch einen Schuss. Wo ist denn der hin? Jawohl, heute gibt's Wolf zu essen, liebe Leute. Wir machen uns ein Lagerfeuer und dann grillen wir uns einen Wolf. Besser als wir laufen uns einen Wolf. So, der liegt dort. Das weiß ich jetzt. Essen wir Hund. Wie die Asiaten. Oh, jetzt wird er wieder rassistisch. Nee. In Asien gibt es doch bestimmt Volksgruppen, wie der Volksmund so sagt, dass da Hunde gegessen werden und die Felle abgezogen. Und da machen die sich latschend raus. So, Trecker, komm mal mit hier rüber.
Jetzt weiß ich, dass das dort... Das hat geleuchtet, ist das neu? Dass man das Blut sieht, dass man die, wenn man den nur angeschossen hat, dass man den Wolf verfolgen kann. Oder das Vieh jedenfalls, was ihr angeschossen habt. So, Trecker. So, Abfahrt bereit. Moment, wir machen das so. Abfahrt bereit hier hinstellen, falls es uns zu bunt wird. Ich hoffe nur, der andere verpieselt sich. Der andere Wolf. Inventar öffnen. So, wir hatten doch MP5-Magazin. Okay, okay, okay. Wir nehmen erstmal das Ding mit. Oh, der klingt nicht freundlich, der Hund. Hier rein. Das Ding stellen wir hier hin. Dann nehmen wir das und das. Welche ist besser? Die wird zerlegt. Demontieren. Aber wir haben... Doch, wir haben Magazin. Hier, im neuen Magazin. Sehr gut. So, die Teile haben wir 100% und können wir dann damit reparieren. Ohne... Ah, nee. Das tun wir mal schön weg. Das wollen wir... Das tun wir erstmal ins Auto. Ja, ich weiß, hin und her gerenne, aber ich will nicht, dass das verbraucht wird. Ich traue dem Wolf nicht. Inventar öffnen. Weg damit. Das kann auch weg. Erstmal. Das kann weg. Wir nehmen uns 22er Kaliber raus. Und ACP. Sehr gut. Wieder rein. Jetzt dürfte es langsam dunkel werden, aber es ist, wie es ist. So. Jetzt haben wir das Ding weggepackt und jetzt können wir das markieren und reparieren. M9, 9 mm. Sehr gut, 86%. Es ist gut. Das edle Stück tun wir in unsere Holze rein. Mir ist es lieber, 9 mm, weil die findet man häufiger. So, und auf die 5 legen. 5, ein Magazin. Warum kann ich nicht mehr in mein Menü rein? Was ist denn das? Jetzt kann ich es wieder. Keine Ahnung, was das war. Voll geladen. Jawohl. Haben wir 15. Dürften wir 15 Kugeln haben? Das ist doch schon mal was. Sehr gut. Fühle ich mich besser. Eine Seitenwaffe. So, und jetzt dazu... Hier nehmen wir noch die Mumpeln raus. Hier sind sie. 2 ist nicht viel, aber besser als nix. Und abgesägter Lauf zerlegen. Sehr gut, haben wir die Teile. Markieren, reparieren. 60 ist auf alle Fälle besser als... Nicht 60. Schön. Und was ich vor allem immer vergesse, ist die mittlere Maustaste. Dass wir, wenn die uns zu doof kommen, auch noch so machen können. So, das finde ich gut. Den behalten wir mal zur Sicherheit da. Wir haben zwar keine Munition mehr dafür. Aber nicht schlimm. So, 22er. 9 mm haben wir noch. Und ACP auch zusammenführen. Sehr gut. Das Ding mal nachladen. Sind wir erstmal ganz gut aufgestellt. So, das Ding hebt mal auf. Ah, dunkel ist nicht gut munkeln. So, das kann wieder weg. Den edlen Apparillo... Na, behalten wir den zur Sicherheit erstmal das Ding weg, weil Munition ist nicht mehr so zahlreich vorhanden. Nur für Notbetrieb. Das, die Hose. Und Stacheldraht.
Und hier können wir eigentlich, ja, mal laden. Das ist für 1911 Colt. Habe ich weggepackt, ja. Ist aber nicht schlimm. Moment. Muss alles seine Richtigkeit haben. Geladen. Tun wir mal dahin. Zur Not haben wir immer noch was. Backup. Jetzt mal was rausnehmen, um den Hund zu zerlegen. Was haben wir denn? Die Kettensäge? Nein, wir nehmen die Säge. Oder wir finden vielleicht noch was auf dem Dach irgendwo. Erstmal zu. Und das Ding raus. Was liegt denn hier? Achso. Wir gehen mal noch hier hoch. Gucken mal, ob wir hier vielleicht ein Messer finden. Erstmal die Mickey Maus aufsetzen. So, da haben wir jetzt Gehörschutz und dann schaltet das Gehör nicht mehr auf Durchgang, wenn wir geschossen haben. Ihr wisst, was ich meine. So, ziemlich dunkel, wa? Wo war der Hund? Ist er hier? Irgendwo hier habe ich den doch erlegt. Ist zu dunkel, ich habe auch keine Taschenlampe. Oder ist er schon weggespawnt? Scheiße, ich sehe nichts. Habe ich eine Taschenlampe gefunden? Gehen wir mal gucken. Und hier oben war auch noch irgendwo so ein Hochstand, Hochsitz. Darf ich bitte hier durch? Danke. Was haben wir hier? Noch ein Ei, wird rot direkt ins Maul gesteckt. Ja, wenn ich jetzt keine Taschenlampe finde, ist es doof, den Hund zu finden. Wolf. Aber wir haben gut Beute gemacht hier. Wir könnten, wenn wir ganz tollkühn sind, uns noch eine Polizeistation für die Nacht suchen. Essen und Trinken haben wir ja eigentlich genug. Also, zumindest um über die Nacht zu kommen. Kisten bauen will ich jetzt auch erstmal nicht anfangen. Lasst mich überlegen, Leute. Ah, eine Taschenlampe wollte ich suchen. Habe ich sowas gefunden? Nee. Wir könnten uns hier in das Dörfchen begeben. In der Nacht. Aber wir haben ja zum Glück Licht am Fahrrad, wohl dieser Trecker. Wie sieht es überhaupt mit unserem Moment nochmal aussteigen? Mit unserem Vitalfunktion aus? Stoffwechsel, okay, Pipi, alles gut. Wir trinken mal ein paar Schlucke. Jawohl. Und dann machen wir, dass wir hier wegkommen. Bevor die alle nachspawnen. Und bei Militäranlagen und Tankstellen und so ist immer die Gefahr groß, Dingsbums-Zombies zu begegnen. Puppen, ja, Sprengstoff, Attentäter, Gürtel. Hat sich aber gelohnt. Und als nächstes müssen wir mal gucken, dass wir eine Flasche PT klein finden, damit wir uns Schalldämpfer basteln können. So, wir juckeln jetzt erstmal hier lang. Hier ist noch eine Tankstelle, aber die werde ich in der Nacht nicht in Angriff nehmen. Dann war ich überfordert mit der Steuerung. Beim Kampf um die Dingsbumsstation hier. Schießanlage.
Robert Koch persönlich Anstieg. Dann juckeln wir mal schön hier lang. Und irgendwann werden wir auch mal Richtung Adria fahren. Eine ruhige Phase hier im Spiel einlegen. Schön Trecker fahren. Ah, wir haben den Sonnenuntergang leider nicht beobachtet, aber da haben wir noch genug Gelegenheit dafür. Dann ist jetzt Mission für diese Folge, die Polizeistation zu okkupieren. Und da die Nacht vergehen zu lassen. Wenn wir mal jetzt wieder Augen aufhalten wegen Airdrops. Und immer schön trinken, wenn ihr Zeit habt. Da kommt ihr nie in die Gefahr, dass es auf Null runtergeht und dann rumgejammert wird. So, hier ist ein Konsum unten und oben, da seht ihr es, da, ne, kann man jetzt nicht sehen, aber da oben ist Tankstelle. Aber das tue ich mir im Dunkeln nicht an mit den Sprengstoffritzen. Außerdem sind wir noch gut mit Sprit. Ah, und wir haben das Glück, dass möglicherweise, oh, jetzt sind sie reingespawnt, wo es geruckelt hat, glaube ich. Dass wir schon eine gewisse Anzahl von Puppen weggemacht haben. In dem Bereich hier, B2. Ich glaube, es können nur 64 auf einmal spawnen oder keine Ahnung, wie die Zahl ist. Eine begrenzte Anzahl. So, ich höre schon jemanden. Fahren wir mal ein bisschen auf und ab hier. Hier ist die Polizeistation. Wollen wir die mal weglocken? Haben die das Dorf umgebaut oder bin ich jetzt noch falsch gefahren? Ich bin falsch gefahren, ja. Wollen wir hier ein paar Kreise drehen, bis sich die Gemüter da einigermaßen wieder beruhigt haben? So, hier ist der Konsum. Ah, Apotheke. Doch, die haben das umgebaut. Das sah mal anders aus. Bin ich doof? Oder bin ich im falschen Dorf? Das Dorf sieht anders aus. Ja, die haben immer den Antrieb aufs Auto zu springen. Aus dem Weg, ich bin motorisiert. Ich glaube, da müssen wir mal ein bisschen manuell nachhelfen. Oh, jetzt hat es geklappt. Ah, Mutti will aufs Auto springen. So, welche Ziele gut. Hat das gereicht? Na? Weiß nicht, ob das Auto Schaden nimmt, wenn ich durch die Scheibe schieße.
Ich höre einige, aber das klingt, als wären die in den Häusern. So, Polizeistation. Muss Licht ausmachen. Ich glaube, ich kann es wagen. Schnell wieder First Person. Und rein in die Reuse. Oh mein Gott, ich sehe ja kaum was. Das dürfte für euch auch eine Powered by Emotion Geschichte sein. Tut mir leid. Ah ja, Batterien ist ganz gut. Aber zu dem Zeitpunkt... Ah, aber jedenfalls erstmal sicher hier drinnen. So, wir trinken Kaffee, weil wir wollen die Nacht überleben. Hier gibt's nichts. Hier was? Es tut mir leid, ihr könnt bestimmt nichts sehen, oder? Soll ich mal hier nur für jetzt, für euch, wo war denn das? Gamma, Schatten, Distanz, Moment, ich versuche, Lichtstrahlen, Blumenqualität, hier Sichtfeld, Gamma, kann man nicht hochstellen, Grafik, Nachbearbeitung, Laubqualität, Spiel vielleicht, Tötung, Ankündigungsmeldung, keine Ahnung. Ihr seht's vielleicht und schreit. Ich sehe es nicht. Wir müssen im Dunkeln weitermachen. Fortsetzen. Ist hier heller? Auch nicht. Nacht ist Nacht. So, aber erstmal 9mm Munition. Sehr geil. Und wieder Kaliber 50. Ja, es ist eine geile Sache, das zu haben. Aber an das Gewehr ranzukommen, ist ganz beschissen. Nacht. Kann ich irgendwas anbrennen oder so? Kann man mit dem Feuerzeug rumfummeln? Moment, müssen wir mal prüfen, ob man das anmachen kann. Schnellzugriff aus den Händen entfernen. Schmeiß es mal an, Mädchen. F. R. Schlagen kann ich damit. Kann man nicht anmachen. Eine Gasmaske oder Atemmaske will ich nicht, brauche ich nicht. Eine Mütze. Ich suche krampfhaft nach was, was ich benutzen kann, um Licht zu machen. Und Stöcke abreißen will ich jetzt gerade draußen nicht. Aber wird wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben. Muss ich die Säge auch noch auspacken? Ah, Leuchtkugeln haben wir nicht. Schade, schade. Ich überlege, wie ich es für euch annehmbar machen kann. Ich finde mal ja Klebeband, nee. Noch mehr Klebeband, nee. Buch. Papier. Oder gehen wir irgendwo hin, wo Licht brennt? Es brennt ja nirgendwo Licht. Hier ist ein bisschen heller. Vielleicht finden wir eine Taschenlampe. Noch eine Axt. Ganz gut zu haben. Schraubenzieher. Noch ein Schraubenzieher. Oder Schraubendreher. Ja, Verzeihung für die Leute. Oh, Robin Hood Mütze. Scheiße. Er hilft jetzt nur Schlösser knacken und gucken, ob wir eine Taschenlampe finden. Hier, ihr wisst, hier sind die Dinger. Ich hoffe, ihr könnt überhaupt was sehen. Nicht, dass die ganze Folge jetzt für euch unter aller Kanone ist. Was bildet er sich eigentlich ein? Hier, Haarklammern rausnehmen. Erstmal vier. Wieder Dingsbums herstellen. Vielleicht finden wir einen Lampenaufsatz für die Knarre. Das ist meine Hoffnung. Noch kein Airspawn. Oder, ihr wisst schon, Airdrops.
Kommen, ja. Direkt reingucken. Ein Magazin für Block. Ne, Block ist 22 Kaliber. 45, Verzeihung. Nehmen wir mit. Und noch ein Desert Eagle, Kaliber 50. Aber haben wir keine Magazine dafür. Nein, scheiße, jetzt habe ich was verbraucht, aber ist egal. Wir haben ja genug. Erstmal die Dinger benutzen. So ist es in der Nacht. 9 mm, jawohl, gern gesehen, gern genommen. Haben wir, das ist ACP, okay. 20, okay. Mach's rein. Ach, ich habe so ein Ding verbraucht, weil ich abgebrochen habe. Im Dunkeln ist blind munkeln. Ach gut, nehmen wir das Ding. Ist mir ganz egal. Los, gib mir eine Lampe. Norm Desert Eagle. ja. Warum nicht? Bald sollen Händler dazukommen. Händler ins Spiel oder Trade Outpost und so. Gasmaske nehme ich nicht mit, also außerdem Atemschutz. So, wir versuchen unser Glück im Dunkeln. Ein bisschen heller ist es hier. Hoffentlich wird niemand wach. Bobby Pins, ja, danke, nehme ich mit. Ich weiß, hier oben ist noch eine Kiste. Noch ein Kaffee, jawohl. Oh, jetzt ist jemand wach geworden. Ist die Frage, ich glaube, das ist in der Küche hinten. Ich hoffe, ihr könnt wieder ein bisschen was sehen. Vielleicht habt ihr einen Tipp für die nächste Folge. Oh, ACP 45. Nehme ich. Hier liegt jemand. Hier ist niemand. Jetzt wird's heikel. Gucken wir mal, ob jemand die Treppe runterkommt. Ja. Oh, scheiße. Moment, Moment. Schieß. Mädchen, Mädchen. Und er ging daneben. Oh, scheiße. Das wird's für Onkel Klo gewesen sein. Im Dunkeln ist beschissen, munkeln. Sie legt sich hin. Aber... Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Scheiße. Ich hatte an der Pistole, konnte nicht weiterschießen, da war eine Blockade. Ah, oh Mann, das Spiel ist fordernd. Wo sind wir denn? Okay, oben an der Tankstelle, das ist schlecht. Jetzt nach Westen. Keine Ahnung, wo Westen ist. Ah, das sind die Berge, da ist Westen. Können wir nur versuchen, unseren Scheiß wieder zu kriegen. Den Sektor Spawn könnte ich mir jetzt leisten, weil ich über 100 Punkte hatte. Dann joggen wir mal hier gemütlich darüber. Hoffentlich gibt es keine Tiere. Kacke, oder? Da haben wir den Sprengstoffritzen überlebt. Und sterben in der Polizeistation, weil die Waffe geklemmt hat und die Schrotze auch nicht wollte, wie ich das gerne gehabt hätte. Aber wir haben noch einen Desert Eagle im Trecker. Heißt es, zum Trecker kommen, Knift rausnehmen, Polizeistation, Knarren wiederholen. Das ist ganz schön powered by emotion, wenn man noch beschissene Waffen hat. Und noch mehr, wenn man keine Waffen hat. Aber ganz beschissen ist es, wenn man das Spiel überhaupt nicht hat. Ganzes Stück. Und ich glaube, die Nacht ist noch lang. Oder was sagt denn die Uhr? Wir können auf die Uhr gucken, weil ich habe dieses Zusatzding. Wann das hier? Mir das Zusatzding geholt. Es ist 10:30 abends.
Ich habe das Spiel erworben, als es im Angebot war. Für 20 Mark oder so. Seinerzeit. Oh, die Straße. Gut, weiter geradeaus. Und habe, weil ich so begeistert bin, mir das Supporter-Pack, damit die Herrschaften trotzdem noch unterstützt werden, mir das Supporter-Pack gekauft für 8 Mark oder so. Kommt die Zitrone mit dem Publikum. So, einmal Maden essen bitte. Oder ein Grashüpfer. Und da war eben drin, du hast eine Uhr und andere Klamotten gibt's da. Hier zum Beispiel das, der BH oder ein T-Shirt. Und man kann den Pillemann größer machen. 2 Inch mehr. Aber das ist Quatsch. Brauchen wir nicht. Auf die Technik kommt's an. Das sagen die. Oh, ach ne, Fliegenpilze esse ich nicht. Und da drin war eben auch die Ability, wenn man kackt, dass man was Leckeres auch in seiner Kacke finden kann. Wie ein Kompass oder eine Ananas oder manchmal eine Knarre. Durchsuchen. Nix. Und das ist ein Hagebuttenstrauch. So, wieder. Das ist ja ein bisschen was. Ich sehe, denke ich mal, genauso wenig wie ihr. Da ist der Mond. Was ist das? Zunehmend. Da ist die Tankstelle, um die wir einen großen Bogen machen. Ah, ich könnte jetzt einen Cliffhanger machen. Dass ich mich in der nächsten Folge wieder melde, wenn wir an der Polizeistation sind. Aber das tue ich nicht. So, fast am Dörfchen. Oh man, hoffentlich sind die ganzen Deppen nicht nachgespawnt. Und ausgerechnet da, wo ich schießen wollte, hat die Knifte, weil sie nicht ganz, ganz, ganz war, hat die Ladehemmung gehabt. So, da ist das erste Haus, wenn ihr das sehen könnt. Ich hoffe, da. Dann heißt es. Zum Trecker kommen. Die Knifte rausnehmen. Am besten in den Trecker einsteigen. Oh Mann, ihr habt gedacht, hier, der Typ, der hat was auf dem Kasten und so. Nein, ich habe vielleicht, ich glaube, 100 Stunden oder so hier im Spiel verbracht. Nur mir Grundkenntnisse angeeignet, damit ich euch das legendäre Spiel präsentieren kann, in welches ich mich verliebte. So, jetzt ist die Frage. Wo ist die Polizeistation? Und wie schnell kann ich zum Trecker kommen? Da hinten blinkt was, hat was Rotes geblinkt, das heißt ein Puppensender hinten, was sie da im Genick haben. Da ist die Kaufhalle, da blinkt noch was. Okay, dritte Person, Vollgas in den Trecker. Los Mädchen, renne und springe. Wo ist der Trecker? Da ist die Polizeistation, so wie es aussieht. Weiter rennen Mädchen, nein, lass dich nicht ärgern. Oh, die sind alle nachgespawnt. Los, steig ein. Ja, lass dir Zeit. Alles gut. So. Oh mein Gott, wenigstens was. Erstmal wieder Ordnung reinbringen, Storm. Die sind auch doof. Das Mädchen blutet ganz schön. Würdet ihr so freundlich sein, mal absteigen? Danke. Die ganze Mischpoke.
genommen hat. Das musste ich riskieren. Und sie blutet immer noch. Aber ich kann nicht aussteigen und mich heilen. Sonst bin ich endgültig geliefert. Jetzt heißt es erstmal auf und abfahren. Gucken, wie sieht's denn aus? C2. Okay. Oh, die Möpse sind total rot gewesen. Ihre Möpschen. Oh, der hat's erkannt hier. Da ist noch ein bisschen. Ist noch ein bisschen Gehirnmasse übrig geblieben. Der rennt weg. Die halten aber was aus, die Dicken. So, wie war das mit dem Inventar? Shift C, dass ich mir die Knifte rausnehmen kann. Hier die Hände. Sehr gut. Escape. Also Shift C, da könnt ihr im Auto in euer Inventar zugreifen. So. Die ist tot. Jetzt heißt es für Onkel Klo wieder ab ins Dunkle. Erstmal Munition kann ich nicht überprüfen. Los Mädchen, rein. Wieder ins Dunkle. Aber ist besser als draußen. Hier liegt jemand. Ich kann ja nicht mal was kaputt schneiden. Ja, die Zombies sind nachgespawnt. Aber die... der Loot natürlich noch nicht. Und das muss auch nicht sein. So, 8 von 9 Schuss. Wir sind erstmal wieder hier. Ich blute, ja, ich weiß, Mädchen. Oh, das nimmt zu. Scheiße. Sowas wie Stoffhetzen gibt's ja hier nicht, oder? Hier liegt niemand. Kommt mal hier rüber. Ihr Deppen. Jawohl. Du bist doch das Schwein. Das war's für den. Ich will nur meinen Scheiß wieder. Ist immer noch nicht tot. Jetzt. Hier hinten hampelt noch jemand rum. Wie sieht's mit Munition aus? 4 vielleicht noch? Ja, scheiße. Aha. Wieder einer weg. Soll ich es wagen mit 3 Schuss? Ich muss es wagen. Wo denn? Hier am Wagen. Hier liege ich. Ich durchsuche mich selbst. Und jetzt heißt es, alles wieder anziehen. Schlüpfer brauche ich nicht. Das ist Quatsch. Schuhe, BH, Handschuhe, das. Ja, der Rucksack, den möchte ich auch bitte. Die Sonnenbrille, der Gehörschutz. Und jetzt heißt es, wir ziehen uns erstmal hier wieder zurück. Tür zu. Und verarzten. Meine Herren. Oh mein Gott, ist das ein aufregendes Spiel. Hier, wir nehmen alle beide. Behandle dich, Mädchen. Oh, ich hoffe, ihr könnt überhaupt was sehen, liebe Leute. Oh, bitte behandelt. Sei behandelt. Ja, oh Gott. Trink was. Auf den Schreck. Der nächste Schritt ist Klamotten reparieren, damit ich wieder auf alles schön zugreifen kann. Oh, die Jacke ist aber richtig im Arsch.
Ich habe zum Glück noch ein Set. Irgendwo, ja, hier, zwei Verwendungen. Aber hat nochmal gereicht. Hier, der Helm ist jetzt zum Beispiel, könnte sein, dass der noch geht. Was ist das? 50er. 9 mm. Dann reparieren wir den Holster noch. Oh, und dann erstmal die Störung beseitigen. Auf der 5 warst du angesiedelt. Ja, wie war denn das? Hier, jetzt muss ich rausfinden, was es ist. Ich denke mal, Hülsenklemmer. Jawohl, jetzt geht's wieder. Munition reinmachen. Okay. Die Knifte wieder laden. Wir machen es so, liebe Leute. Ich habe euch genug im Dunkeln schmoren lassen. Ich werde hier drin bleiben, bis einigermaßen die Sonne wieder aufgegangen ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann machen wir den Rest der Polizeistation. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dass ihr so fleißig durchgehalten habt hier im Dunkeln mit Onkel Klo munkeln. Haarscharf wieder mal. Nee, wir waren nicht haarscharf, wir sind gestorben. Bis zur nächsten Folge, euer Onkel Klo. Ich hoffe, euch macht's genauso viel Spannung und Spiel und keine Schokolade, mir dabei zuzugucken, wie ich mich hier durchquäle. Aber es ist geil. Für mich. Ich hoffe, für euch auch. Lasst mir einen Kommentar da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Onkel Klo. Ciao.